Hallo und willkommen. Ich bin Christian und grüße aus dem wunderschönen Halle an der Saale. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Liefer mal als kleines Video von der Seminar kostenlos für alle zur Verfügung. Soll es schwerpunktmäßig gehen um das Thema Neuromarketing. Ganz konkret am Beispiel von Livestreaming, denn wir haben ja wirklich sehr, sehr viel gerade mit einmal Streams zu tun und speziell auch, wenn ich mir die aktuellen Trending Topics von YouTube anschaue, also einfach die Videos, die zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade in den Trends waren. Ihr erkennt recht deutlich, dass es teilweise auch recht reißerische Sachen sein können. Und das ist so ein klassisches Element von Neuromarketing. Wenn ihr Inhalte produziert, im Bereich Neuromarketing wirkt das immer direkt aufs Gehirn. Also ihr habt da drei ganz wichtige Bereiche, einmal im Gehirn und einmal inhaltlicher Natur, die halt für die Verarbeitung zuständig sind. Ganz bekannt, gerade vielleicht für Sprachwissenschaftler, das Wernicke-Areal und das Broca-Areal, die sind nämlich für Sprache und Sprachverständnis zuständig. Genauso gibt es auch das Leseverständnis, der Gyrus angularis und die Gefühlswahrnehmung, der orbifrontale Cortex. Alles total nachvollziehbare und flüssig von der Zunge gehende Begrifflichkeiten. Und das Interessante ist nämlich eher bei Sprache und der Gefühlswahrnehmung. Diese beiden Hirnareale sind sehr, sehr stark und dicht miteinander verbunden. In der Regel macht das zwar nur Sekundenbruchteile Unterschied, aber ich habe Sprache, nehme die wahr und bevor ich wirklich verstehe, was mir eigentlich gesagt wurde, also ich weiß, dass mir was gesagt wurde, dass es halt eine Sprache ist, aber was es für eine Sprache ist, ob ich diese Sprache überhaupt verstehen kann, bevor ich das habe, habe ich bereits eine gefühlsmäßige Reaktion dazu. Ob mir zum Beispiel der Sprecher mit seiner Sprache gefällt, ob mir die Person an sich gefällt. Also ich habe irgendwie eine emotionale Kopplung an der Stelle. Noch bevor ich wirklich analysiere, was mir gesagt wurde, habe ich bereits eine Meinung darüber, wie es mir gesagt wurde. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert, ist es halt drin. Und da greift halt eben das Neuromarketing oder kurz NLP auch manchmal, neurolinguistisches Programmieren. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich werde dir jetzt keine Tipps geben, wie könnt ihr Leute von euch überzeugen oder drei geheime Rezepte, mit denen die Milliardäre ihren Erfolg begründet haben. Neuromarketing, jetzt für dich. Nein, da geht bitte auf einen anderen Kanal. Ich werde jetzt hier einfach analysieren, was genau gemacht wird im Bereich Neuromarketing und wie ihr das natürlich für euch nutzen könnt. Aber ich werde hier nicht so einen Blödsinn erzählen, dass ihr mit diesem und jenem total erfolgreich werden könnt. Denn das ist nämlich A, das Problem beim Neuromarketing. Es gibt viele, viele Scharlatane und selbsternannte Gurus. Und B, ist es halt auch das, ja, irgendwo der Vorteil von Neuromarketing. Es ist halt sehr subjektiv und individuell, aber es ist halt auch wieder der Nachteil. Es ist sehr subjektiv und individuell. Also, mal reingestiegen erstmal, eins nach dem anderen. Wir haben physische, emotionale und kognitive Reaktionen auf die Dinge, die uns so begegnen, auf Sinneswahrnehmung, die wir halt einfach haben. Und das wirkt in der Regel halt immer im Gehirn, sorgt für entsprechende Reaktionspfade. Das erste wäre halt eben direkt das Physische, also Sinneswahrnehmungen. Ich mache es hier mal am Beispiel von Farbsehen. Wir könnten es genauso auch mit zum Beispiel Geruch machen. Stichwort Neuwagengeruch oder wenn ihr an der Bäckerei vorbeigeht, frisch gebackene Brötchen oder gegrilltes Essen. Das sind alles leckere Gerüche, die wir halt automatisch mit etwas assoziieren. Beim Essen zumindest, beim Neuwagengeruch halt eher mit zum Beispiel Klasse und Qualität. Aber genauso auch, wenn ich mir ein Reinigungsmittel kaufe. Warum riecht das bitte nach Zitrone? Das ist normal, wenn nämlich kein Zitronen, der drin ist. Das ist sowieso künstlicher Geruch, aber halt einfach diese Assoziation, dass halt Reinigungsmittel immer irgendwas Zitrusartiges haben müssen. Ist zwar jetzt nicht ganz ab von der Wahrheit, weil es durchaus auch gut reinigen kann, aber es ist halt an vielen Stellen künstlich ergänzte Aromastoffe. Für die Geruchswahrnehmung und generelle Sinneswahrnehmung, hier am Beispiel vom Farbsehen, hat sich bereits der alte Geheimrat Goethe, das wäre nämlich diese Grafik hier ganz links, dieser Farbkreis, bereits mit dem Thema Farblehre auseinandergesetzt. Und da ist der Herr mir auch das erste Mal richtig sympathisch geworden. Er hat nämlich total falsch gelegen. Die Farblehre von Goethe ist Blödsinn hoch 5. Das, was Goethe zur Farblehre gemacht hat, das ist noch nicht mal ein Educated Guess oder sonst was in diese Richtung. Also es ist schlicht falsch, was er gemacht hat. Und andere haben es nicht unbedingt besser gemacht. Nicht umsonst gibt es ja sonst was für Farbräder, für Assoziationen, was Unternehmenslogos für Farben haben sollten und die dann eben assoziiert werden.
Es ist ein bisschen Wahrheit drin, da sage ich nichts dagegen. Denn wenn ich mir mal die Grafik hier ganz unten anschaue, ich gehe mal kurz ein bisschen größer. Dieser große farbige Fleck hier, das ist Pantone 448C, die wohl hässlichste Farbe der Welt. Denn der Farbhersteller Pantone macht halt regelmäßig Umfragen, genau wie andere Farbhersteller, wie funktionieren und wie wirken ihre Farben auf Menschen. Und ich kann selbst sagen, Farbempfinden ist in 9 von 10 Fällen kulturell geprägt, aber kann manchmal auch ja, allumfassend sein. Und Pantone 448C, wer es vielleicht gerade nicht oder nicht gut erkennen kann, einfach mal in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben, findet ihr auf jeden Fall. Oder alternativ, kann ich auch sagen, sieht so ein bisschen aus wie so ein dreckiges Braun und Grün. Also so ähnlich wie, vielleicht kennt ihr es von früher, wenn ihr alle Farben im Tuschkasten gemischt habt. Und da gab es halt eben bei der Umfrage von Pantone die Reaktion, dass keiner der Befragten etwas Positives mit dieser Farbe assoziieren konnte. Und es hat dann dazu geführt, dass die australische Regierung gesagt hat, wir haben jetzt im Rahmen von Raucherbekämpfung Zigarettenwarnhinweise gemacht, hat nicht funktioniert. Wir haben schreckenserregende Fotos gemacht, hat auch nicht funktioniert. Also probieren wir es jetzt mal mit abstoßenden Farben. Und das hat die australische Regierung wirklich so gemacht. Die haben ein entsprechendes Gesetz erlassen, dass halt Zigarettenverpackungen in Australien mit dieser Farbe bedruckt werden müssen. Und das hat dazu geführt, dass im ersten Quartal, ich meine entweder 2016 oder 2018 war das umgesetzt worden, könnt ihr entsprechend mal nachschauen, findet sich auf jeden Fall, dass in den ersten 3 Monaten des Verkaufs dieser 9 Zigarettenpackungen der Verkauf um knapp 20% eingebrochen ist. Also 20% weniger Zigaretten als üblich wurden verkauft wegen dieser Farbe. Also Farben können eine Bedeutung haben. Das ist aber in dem Fall eher, weil wir Menschen natürlich etwas damit assoziieren. Ich habe da auch in meinen sonstigen Seminaren, die ich anbiete, schon Reaktionen auf diese Farbe bekommen, wo halt Leute gesagt haben, ja, sieht aus wie irgendwie ungesunder Stuhlgang, wie Matsch, wie Dreck, wie irgendwas. Also Dinge, die wir generell als Menschen eher abstoßend und oder gefährlich finden. Darüber hinaus gibt es aber in den meisten Fällen Farben, die halt einfach psychologisch assoziiert sind, kulturell bedingt. Also am Beispiel die Farbe Rot. Hier in Europa, vor allem was eine Warnfarbe, auch durchaus eine Erotikfarbe, also Rot steht ja hier für zum Beispiel Stichwort Rote Meile. 2016, Yvonne, Dankeschön. Rote Meile beispielsweise für Erotik, aber auch Warnhinweise wie das Stoppschild beispielsweise oder halt auch Aggression, rot sehen. Das sind so diese Assoziationen, die wir vor allem so im mitteleuropäischen Raum haben. Zum Beispiel im spanischen Raum ist Rot wiederum eine tendenziell eher mit Leidenschaft assoziierte Farbe. In China wiederum ist Rot traditionell die Kaisersfarbe, eine Farbe der Macht. In China wird nach Tradition heute weiterhin in Rot geheiratet. Es gibt zwar auch westliche Hochzeiten, die immer mehr zunehmen in China, aber in Tradition wird in China in Rot geheiratet. Es sind meistens so alte rote Kleider, die dann so mit Goldintarsien ausgeschmückt sind, um halt einfach zu zeigen, diese Hochzeit hat den Segen des Kaisers, der ja historisch der Sohn des Himmels gewesen ist, also so ein Halbgott im weitesten Sinne. Also die chinesischen Kaiser hatten eine sehr, sehr große Bedeutung und dass halt eben die Farbe des Kommunismus ebenfalls rot ist, war in dem Fall einfach glücklicher Zufall gewesen. Und nur mal für den dritten Kulturraum, wenn wir nach Ägypten gehen, hat Rot die Farbe, also die Farbe Rot die Bedeutung Tod. In Ägypten ist Rot traditionell die Todesfarbe, weil die Wüste rot ist. Die kann ja unerbittlich sein. Das gibt es genauso mit vielen, vielen anderen Farben. Wo zum Beispiel Grün bei uns für Fruchtbarkeit, für Frühling steht, steht sie in vor allem arabisch-islamischen Ländern für den Frieden, für Wachstum und Wohlstand. Weil in diesen Regionen, wo ja die Wüste auch vorherrscht, ist Grün eine sehr seltene und damit auch durchaus teure Farbe. Hingegen ist zum Beispiel Blau eine Farbe, die vor allem im ägyptischen Raum eher negativ assoziiert ist. Also je nach Kulturraum alles sehr, sehr unterschiedlich behandelt und je nach Kulturraum gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Farbassoziationen. Es gibt zum Beispiel in Papua-Neuguinea, wo es eine sehr, sehr große Konzentration von verschiedenen Kulturen und Sprachgruppen gibt, einige Kulturen, die haben nicht mal eine, die kennen die Farbe Blau nicht mal. Wenn man diese Leute fragt, welche Farbe hat der Himmel, schauen die einen nur komisch an und sagen, der Himmel hat keine Farbe, was willst du? Und das hat eben diese Prägung, die wir halt an der Stelle mit Sinneswahrnehmung haben und die natürlich auch entsprechend genutzt werden kann von uns. Gerade wenn es um Marketing zum Beispiel geht. Die Farbe
Rot hat im europäischen Raum was für eine Bedeutung. Die Farbe Blau hat was für eine Bedeutung. Das kann ich natürlich auch aktiv mit für mich verwenden. Indem ich es nutze oder halt indem ich es vielleicht meide an einigen Stellen. So. Dann, zweiter Punkt wäre emotionale Kopplung. Das ist die sogenannte Emotional Contagion oder Gefühlsansteckung. In dem Bereich hat Elaine Hatfield in den 1990er Jahren sehr bekannte Forschung gemacht, gibt es aber schon seit etwa den 60er Jahren. Kurzfassung findet ihr einmal hier als kleine Grafik. Ansonsten kann ich euch in Spielfilmform auch den Pixar-Animationsfilm Alles steht Kopf empfehlen. Dort wird das im Grunde dargestellt. Also die Grundemotionen wie Ekel, wie Freude und so weiter. Die gibt es. Und mit denen arbeiten wir halt auch. Und da gibt es einige sehr, sehr spannende Bereiche. Zum einen, was halt zum Beispiel die Verwendung von Emojis angeht, die übrigens im Social-Media-Bereich vollkommen okay sind, darf jeder von euch machen. Aber genauso auch, was das sogenannte Framing angeht. Also es sind auch sehr, sehr stark, in dem Fall neurolinguistische Prozesse. Also Neurolinguistik selbst ist ein ganz normales Studienfach. Das hatte ich bei mir im Rahmen meines Studiums auch als 1-2 Module gehabt. Es kommt immer darauf an, wer das Ganze wie vielleicht auch darstellt. Und da gab es einmal 2012 von Apple, 2016 von Microsoft, 2018 von Facebook und jetzt kürzlich auch wieder von Apple einige Leaks, wo halt eben zum Beispiel Mitarbeiterhandbücher, wie bei Apple das Genius Training Manual, geleakt wurden, also halt eben der Öffentlichkeit bekannt wurden, wo dann zum Beispiel drin steht, wie mit den Emotionen gearbeitet wird. Dass beispielsweise bei Apple an diesen Genius Bars, die man in Apple Shops hat, also die Mitarbeiter, die Technikmitarbeiter bei Apple sind das Genie. Die sind an der Genius Bar anzutreffen. Also man geht nicht zum Techniker, man geht zum Genius dorthin, um sich sein Apple-Gerät reparieren zu lassen. Und dort werdet ihr niemals hören, dass das Gerät heiß gelaufen ist. Beim Apple-Mitarbeiter ist es maximal warm, weil emotionale Assoziation, bei heißen Dingen kann man sie verbrennen, warme Sachen sind kuschelig und angenehm mummelig. Genauso auch bei Apple gibt es niemals Probleme, es gibt nur Situationen, die eintreten. Also nicht sowas wie, ich habe ein Problem mit meinem Rechner. Ah ja, diese Situation, die kennen wir bei diesem Gerätemodell, da kann ich Ihnen direkt helfen. Und da wird dann zum Beispiel auch in diesem Handbook direkt gesagt, dass man halt auf den Kunden eingehen soll, dass man dessen Probleme kennen soll und so weiter und so fort. Also halt eben die Empathie sollte dort wesentlich in den Fokus gerückt werden. Da vielleicht kleiner Linktipp an der Stelle. Unser Podcast Online-Geister hat sich da schon zweimal mit dem Thema auseinandergesetzt. Kann ich euch empfehlen unter onlinegeister.com, klein zusammengeschrieben, onlinegeister.com/Folge 012 und 033. Also Folge 12 und Folge Nummer 34. Da haben wir uns einmal mit Emotionen im Internet auseinandergesetzt und mit Manipulation online. Da gehen wir auch auf solche Aspekte noch stärker mit ein. Aber das ist halt ein wichtiger weiterer Punkt, also nach Sinneswahrnehmung, die halt manipulativ genutzt werden können, Emotionen, die manipuliert werden können. Und das machen wir alle auch im ganz neutralsten Sinne. Sei es jetzt, dass wir kleine Kinder sind, die dann zu Mami hochgucken und sagen, kannst du nicht mir doch die Schokolade kaufen, ich bin doch schon ein lieber kleiner Junge. Oder dass wir unsere Partner haben, die vielleicht massiert werden möchten und deswegen dann immer einen auf ganz, ganz niedlich machen, dass wir es halt eben gerade machen. Da gibt es x Varianten und jeder von uns manipuliert, egal wie alt wir sind, egal woher wir kommen, weil wir halt einfach etwas haben möchten und genau wissen, wir müssen bestimmte durch bestimmte Reifen springen, um das halt zu bekommen oder halt eben die andere Person in eine bestimmte emotionale, gefühlsmäßige Lage bringen. Und das dritte wären das Kognitive, also ganz konkret Persönlichkeiten. Habt ihr mit Menschen zu tun, ja oder nein, und wie ticken diese Menschen? Und selbst wenn es keine Menschen sind, kann ich trotzdem über Inhalte agieren. Zum Beispiel dieses Video hier hat als Thumbnail ein kleines süßes Gespenst. Das ist unser Ogi Online-Geist, das ist das Maskottchen von der Seminar. Und das ist eine sogenannte Anthropomorphisierung, also eine Vermenschlichung. Denn nur als Beispiel, wie kann ich, ganz linkes Bild, eine mexikanische Biermarke interessant machen, indem ich halt einen Menschen davor setze als Maskottchen oder ein Mineralwasser oder wer vielleicht noch hier an der Stelle bei der rechten Grafik den Herrn da links unten mit der älteren Dame kennt, hallo Herr Kaiser. Wie kann ich halt eben Abstraktes greifen machen, indem ich es vermenschliche, indem ich ihm zum Beispiel ein menschliches Antlitz verleihe. Das sind diese sogenannten Anthropomorphisierungen und gerade die Bereiche Fantasy und Science Fiction haben da schon seit Jahren, Jahrzehnten mit zu tun.
Als Beispiel, wenn es in der Science Fiction darum geht, ein Alien möglichst menschlich wirken zu lassen, setzt man meistens einen Menschen hin und stellt ihn vielleicht nur ein bisschen anders dar. Bestes Beispiel, Mr. Spock aus Star Trek. Das ist eine Weltraumelfe effektiv. Also ist ein ganz normaler Schauspieler, einfach nur ein bisschen anders dargestellt. Und da gab es aber auch damals, als Leonard Nimoy die Rolle übernommen hatte, seitens des Studios Bedenken, weil ihm spitze Ohren und spitze Augenbrauen, er solle so satanisch angeblich aussehen. Also man kann auch stark dann von einem Extrem ins andere driften, aber in der Regel ist es ja einfach nur ein Mensch. Und mit dem können wir uns gut assoziieren. Hingegen soll ein Alien möglichst böse, andersartig, fremd sein, verleiht man ihm ein möglichst unmenschliches Äußeres. Bestes Beispiel wäre das Alien aus den Alien-Filmen. Das hat ja wirklich ein verhältnismäßig albtraumhaftes Äußeres. Und das ist genau dieser Aspekt, der dort eben eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also Persönlichkeit, Menschlichkeit, ganz, ganz wichtig. Und auch angepasst an die Zielgruppe, diese Menschlichkeit. Okay, also was haben wir heute gelernt? Neuromarketing, drei wichtige Bereiche, Sinneswahrnehmungen, Gefühlswahrnehmungen und Persönlichkeit spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und ich kann über verschiedenste Stellschrauben immer sehr, sehr subjektiv bei meiner Zielgruppe der Wahrnehmungen ändern und damit halt eben das erreichen, was ich möchte, beispielsweise ein Produkt verkaufen, für eine Spende aufrufen, sonstiges. Gibt es noch Fragen? Das Team und ich stehen euch und gerade dir, lieber Zuschauer da draußen, gerne bereit. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, erreicht uns jederzeit unter der Seminar. Und ansonsten, ja, mein Name ist Christian, ihr seid bei der Seminar und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao.